Ja, ich freue mich sehr über die Einladung und dass ich heute mit euch sprechen darf. Also, und ich möchte mich ganz kurz vorstellen zu Beginn und auch meine SprecherInnenposition einordnen. Also welche Berechtigung habe ich eigentlich heute ja, zu Ihnen zu sprechen und was kann ich mitbringen und was nicht. Ausgebildet bin ich als Historikerin, Philosophin und Kuratorin mit Schwerpunkt auf partizipativen Ausstellungs- und Sammlungsprojekten. 2014 bis 20 habe ich an der Universität Freiburg an der Entwicklung eines Blended Learning Weiterbildungsprogramms gearbeitet, das der wissenschaftlichen Weiterbildung von Museumspersonal diente. In meiner Ausbildung als Historikerin und Philosophin an der Humboldt-Universität gab es damals noch keinen Fokus auf Digital Humanities, keine Sensibilität für Data Literacy oder Studieninhalte mit Bezug auf Reflexion von digitaler Kultur. Noch weniger ist das der Fall bei, vermutlich der Fall bei älteren Generationen, weshalb ein berufsbegleitendes Lernen in Bezug auf Innovation und technologische Entwicklung immer wichtiger wird. Gerade der Bereich der künstlichen Intelligenz ist ein sehr sich schnell entwickelnder Bereich, in dem sich ständig neue Erkenntnisse ergeben und neue Lösungen entwickelt werden. Umso wichtiger sind deshalb Offenheit, Lernbereitschaft und Austausch. In meinem Vortrag heute möchte ich auf folgende Bereiche eingehen. Warum sprechen wir eigentlich über Kreativität und Intelligenz? Was ist damit gemeint? Welche Einsatzmöglichkeiten für Verfahren der künstlichen Intelligenz bieten sich an für museale Prozesse? Welche Verfahren erweisen sich schon als vielversprechend und sinnvoll? Und wie kommen wir eigentlich zu einer geeigneten KI-Strategie, am Beispiel einer Anwendung? Und welchen Stellenwert hat Kreativität dabei? Warum wünschen wir uns eigentlich eine kreative KI? Dabei stellt sich dann eben aus meiner Perspektive als ja, Museumsmitarbeiterin am Bayerischen Landesmuseum in Karlsruhe auch die Frage, welche Rolle eigentlich ein Museum im Feld der kreativen KI einnehmen kann. Und ich möchte das gerne machen, indem ich Ihnen einen Einblick in verschiedene internationale und deutschsprachige Projekte und Praxis geben möchte und vor allem das Projekt Creative User Empowerment am Badischen Landesmuseum vorstellen möchte. Was ist gemeint, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen? Warum ist es interessant, über Kreativität in diesem Kontext nachzudenken? Künstliche Intelligenz bezeichnet nach der Definition der hochrangigen Expertengruppe für künstliche Intelligenz Systeme mit einem intelligenten Verhalten, die ihre Umgebung analysieren und mit einem gewissen Grad an Autonomie arbeiten, um bestimmte Ziele zu erreichen. KI-basierte Systeme können softwaregestützt in einer virtuellen Umgebung arbeiten, wie zum Beispiel Sprachassistenten, Bildanalyse-Software, Suchmaschinen, Sprach- und Gesichtserkennungssysteme, aber auch in Hardware-Systeme eingebettet sein, also zum Beispiel Roboter, in Autos, in Drohnen. Ein guter Ausgangspunkt für die Einführung in den Begriff künstliche Intelligenz ist die Dartmouth-Konferenz 1956 über künstliche Intelligenz, bei dem der Begriff von McCarthy und anderen geprägt wurde. In dem Vorschlag für dieses Projekt schlagen McCarthy und andere vor, dass Maschinen dazu gebracht werden können, jeden Aspekt des Lernens oder jedes andere Merkmal von Intelligenz zu simulieren. Als Merkmale der Intelligenz nennen sie den Gebrauch von Sprache, die Bildung von Abstraktionen und Konzepten, das Lösen von Problemen, die bisher dem Menschen vorbehalten waren, und die Selbstverbesserung. Was festzustellen ist in der Schwierigkeit, KI zu definieren, und da gibt es wirklich ja, verschiedene Definitionsansätze, sind vor allem die Handlungsfelder und Perspektiven, die verwendet werden, wenn KI eingesetzt wird. Stahl unterscheidet zwischen allgemeiner KI, dem maschinellen Lernen als Schlüsselbeispiel für ein enges Verständnis von künstlicher Intelligenz, das heißt als Technik, die die sehr spezifische kognitive Prozesse nachbildet, und KI als Synonym für konvergierende soziotechnische Systeme, die weit über eng gefasste KI-Technologien hinausgehen. Die Unterscheidung erscheint mir hilfreich, um die jeweiligen Ebenen, auf denen gesprochen wird, zu verdeutlichen. Denn je nachdem, mit wem man diskutiert, ist ein anderes Vorwissen und Verständnis von künstlicher Intelligenz aktiv und häufig erstmal notwendig zu klären, was man eigentlich meint, wenn man KI sagt. Das Interessante und das, was vielleicht auch neu und aufregend erscheint,
sind Verfahren des Machine Learnings und Deep Learnings, die auch am ehesten mit dem Handlungsfeld der Kreativität in Verbindung gebracht werden. Denn das sind neue Wege, die sich Algorithmen suchen, die nicht mehr vorherbestimmt sind und top-down regelbasiert funktionieren, sondern sich bottom-up eigene neue Wege suchen, die Menschen nicht finden würden. Ich möchte vielleicht erstmal mit dem ersten Feld anfangen, mit KI als Synonym für konvergierende soziotechnische Systeme, die über eng gefasste KI-Technologien hinausgehen, und schauen, wie eigentlich Museen damit umgehen. Also wenn KI in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist das eigentliche Problem, um das es geht, die Frage danach, wie sich unsere Welt gerade verändert und wie wir mit Veränderungen umgehen. Systeme der künstlichen Intelligenz sind in dem Zusammenhang eher Stellvertreter und Symbole für den Wandel, für Transformation oder für Innovation. Dann wird häufig verwiesen auf das transformative Potenzial, das KI innewohnt und damit begründet, dass wir uns in einer großen Veränderungsphase seit der Erfindung der Dampfmaschine befinden. Damit sind Prozesse der Digitalisierung und Digitalität gemeint, die einen Wandel der Arbeits- und Lebenswelt eingeleitet haben, die auch häufig mit der VUCA-Welt in Verbindung gebracht werden, also Unbeständigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Diese prägen unsere Interaktionen und erfordern neue Kompetenzen. Öffentliche Institutionen wie Museen können dabei eine Rolle einnehmen, indem sie zum Beispiel ihrem Bildungsauftrag gerecht werden oder ihn neu definieren, indem sie diese Entwicklung aufgreifen, vermitteln, zur Diskussion stellen. Gerade der Bereich der kreativen KI bietet sich hier an, denn in Museen kann experimentiert werden, es kann angefasst und getestet werden. Wir können das kreative Potenzial von KI im besten Fall erfahrbar machen. Während Universitäten die Fähigkeiten für die Technologien vermitteln oder politische Institutionen gefragt sind, die Rahmenbedingungen zu regeln, was gerade sehr aktiv passiert, können eben Museen der Sammlung, Reflexion und Vermittlung dieser Entwicklung dienen und machen dies bereits auf vielseitige Weise, etwa indem sie KünstlerInnen einladen, Ausstellungen zum Thema kuratieren, wie jetzt hier aus dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden, Experimentierfelder eröffnen oder dazu beitragen, Coding-Kompetenzen zu vermitteln. Museen können also in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle eines vermittelnden Akteurs zwischen Öffentlichkeit, Forschung, Politik und Kunst und Kulturproduktion einnehmen. Der Rückgriff auf kreative KI oder eben Verfahren und Prozesse, die wir im Bereich der Kunst und Kultur verorten, machen vielleicht auch ein bisschen weniger Angst. Sie sind mit Spaß, Neugierde und Entdeckergeist verbunden und machen den Einstieg ins Thema leicht, ermöglichen Erkenntnis- und Lernprozesse bei uns selbst und bringen uns auf spielerische und kreative Weise die Technologie nahe. Kreative KI hat hier also eher eine Einstiegsfunktion, die helfen kann, Barrieren abzubauen und Ängste zu verringern. Kommen wir zum zweiten Bereich der sogenannten allgemeinen KI, den Stahl benennt und der meistens für große Aufregung sorgt, bei dem ich mich jetzt aber nicht allzu lange aufhalten will. Damit wird meistens auf das Bild einer starken künstlichen Intelligenz referenziert, also auf die Vorstellung, dass es möglich ist, dass technische Systeme ein höheres Level an Intelligenz aufweisen. Dabei geht es um die Frage, ob KI ein Bewusstsein erlangen kann, einen eigenen Willen oder sogar ein Ich-Konzept hervorbringen kann. Ab und zu gibt es dann Nachrichten, die neulich vom Google-Entwickler Lemoine und dem neuen Algorithmus Lambda, der angeblich ein Bewusstsein entwickelt haben soll und was dann wieder tagelang für Gespräche in unseren sozialen Netzwerken sorgt. Ohne jetzt auf die Details dieser Debatte einzugehen, verweist dieser Fall weniger auf tatsächlichen technischen Fortschritt in Forschung und Entwicklung, sondern vielmehr auf die Art, wie die Debatte um KI geführt wird und wie die Unschärfe in den Begriffen Intelligenz und Bewusstsein schnell zu Verwirrung und Aufregung führt. Hier geht es also eher um Angst- und Erregungskultur, in der wir uns bewegen und vielleicht eher der Kreativität von Menschen für neue Geschichten zu sorgen. Kommen wir zum dritten Bereich, der technisch interessant ist, dem maschinellen Lernen als Schlüsselbeispiel für ein enges Verständnis von KI. Das heißt, als eine Technik, die sehr spezifische kognitive Prozesse erfolgreich nachbildet. Wird unterschieden zwischen überwachtem Lernen, unüberwachtem Lernen, Reinforcement Learning und Deep Learning.
ganz kleiner, kurzer Technikeinblick, ohne dass das meine Hauptexpertise ist. Also beim überwachten Lernen benötigen wir Trainings- und Testdaten mit Labeln und Annotationen, müssen also vom Menschen vorher als korrekt bewertet werden. So erhalten Algorithmen Informationen, ob ihre Klassifikationen korrekt sind, und Parameter können angepasst werden. Darunter verfallen Verfahren der Regression, also Vorhersagen von Zahlenwerten, also zum Beispiel, wie viel Wachstum ist zu erwarten, wie werden sich Besucherzahlen entwickeln. Also ein Bereich, der für die BesucherInnenforschung ganz spannend ist. Ebenfalls interessant ist die Klassifikation. Dabei wird ein Input einer Auswahl von vorher festgelegten Eigenschaften zugeordnet. Das eignet sich zur Erkennung von Objekten. Also welches Objekt ist eigentlich auf einem Bild zu erkennen? Klassischerweise kennen wir das Hund-Katze-Maus-Beispiel, aber eben für Sammlungsdaten kann das natürlich in erweiterten Erkenntnisprozessen spannend werden, Bilder genauer zu beschreiben. Beim unüberwachten Lernen wird ein Algorithmus mit Daten gefüttert und kein Ziel vorgegeben, wie etwa beim Clustering oder beim Autoencoder-Verfahren. Deep Learning wiederum ist ein Spezialfall des maschinellen Lernens. Hier dienen neuronale Netze als Grundlage, die aufgrund von mehreren Schichten der Netzwerke komplexere Zusammenhänge erlernen können, die einfache Algorithmen des maschinellen Lernens nicht erkennen. Was ist gemeint, wenn wir von Intelligenz sprechen in dem Bereich? Klassischerweise wird Intelligenz definiert als Fähigkeit, sich in neue Situationen zurechtzufinden und Aufgaben durch Denken zu lösen. Der bekannte Turing-Test wurde mit dieser Vorstellung von Intelligenz entwickelt, und die Frage, können Maschinen denken, sollte durch ein Imitationsspiel gelöst werden. Wenn ein Gespräch so simuliert werden kann, dass das menschliche Gegenüber nicht mehr unterscheiden kann, ob das Gegenüber ein Mensch oder eine Maschine ist, gilt der Test als bestanden. Da dieses Konzept weder Intentionalität noch Bewusstsein prüft und in erster Linie auf Täuschung und Imitation beruht, ist der Test mittlerweile sehr umstritten. Der Lovelace-Test, ein neuerer Test, benannt nach der Mathematikerin Ada Lovelace, ist eine Weiterentwicklung dieses Turing-Tests und testet, ob ein Algorithmus ein kreatives Kunstwerk erschaffen kann, das reproduzierbar ist. Der Test spielt für die folgenden Beispiele eine wichtigere Rolle als der Turing-Test. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt von Intelligenz verweisen, den Levy definiert hat und den ich hilfreich finde in dem Kontext, den der kollektiven Intelligenz, die durch das Potenzial des Internets bestärkt wird. Die kollektive Intelligenz ist verteilt, ist nicht an Ort und an einzelnen Menschen gebunden. Sie wird wirksam durch kommunikative Strukturen und Interaktionssysteme, und sie erkennt die Diversität von Wissen und Kompetenzen an. Das Ideal der kollektiven Intelligenz erkennt das Eingebettetsein und das Abhängen, die Abhängigkeit von anderen an, und ist durch Kollaboration als Prinzip des gemeinsamen Wachsens zu verstehen. Also auch, ich glaube, das ist für den Bereich der kreativen künstlichen Intelligenz ein ganz wichtiger Hintergrundgedanke. Der zweite Ausgangspunkt, den wir also heute nehmen wollen, ist die Frage nach Kreativität. Es ist eben wie Intelligenz ein schwer zu definierender Begriff, gilt als die menschliche Fähigkeit, Ideen hervorzubringen, die neu, überraschend und in irgendeiner Weise wertvoll sind. Kreativität ist kein individueller, sondern ein kollektiver Prozess in dem Sinne, dass sie eingebunden ist im Kontext, in Kommunikationsstrukturen und andererseits kulturell entschieden wird, was eigentlich als kreativ gilt, was also neu, überraschend und wertvoll gehandelt wird. Der interessante Aspekt für unsere Kultur oder unsere Vorstellung von Kreativität ist also, dass sich das Verständnis von Individualität und Genie, Autorschaft und Urheberschaft sich wandelt, wenn wir uns Beispiele von kreativer künstlicher Intelligenz anschauen und wir das eben ganz aktuell live in der Kunst und KI-Kunst wahrnehmen können. Um nochmal eine Runde tiefer einzusteigen in die Definition von, was eigentlich Kreativität ist,
kann unterschieden werden zwischen explorativer Kreativität, Kombinatorik und transformativer Kreativität. Mit explorativer Kreativität ist gemeint, in bestehenden Rahmen an die Grenzen zu gehen. Damit verbinden wir zum Beispiel Klassifikation und Mustererkennung, ein Bereich, der sich für die tiefere Erschließung von musealen Sammlungen exzellent eignet. Mit Kombinatorik ist gemeint, zwei oder mehr verschiedene Gebilde oder Genres in Verbindung zu bringen, was sich ebenfalls hervorragend eignet im Umgang mit Bildern oder Kunstwerken, etwa beim Style Transfer oder der Entwicklung von neuen Kompositionen. Die transformative Kreativität wiederum bezeichnet einen Phasenübergang, also den Ausstieg aus einem alten System und die Schaffung einer neuen Realität. Hier geht es um Regelbrüche, um Überwindung des eigenen Referenzrahmens. Wenn also neue Kunstformen entstehen, die aus bisherigen Regeln ausbrechen, wird von transformativer Kreativität gesprochen. Und bei dem Thema kreative KI wird immer gefragt oder häufig danach gefragt, ob KI eigentlich selbst kreativ sein kann. Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Gemeint ist damit vielleicht eher, welche Kreativitätsstrategie ein System verfolgt. Also zum Beispiel, ist es eine transformative, eine kombinatorische oder explorative Kreativität. Also können KI-Systeme selbstständig künstlerische Prozesse imitieren, ihnen nahe kommen oder sie unterstützen. Für Museen finde ich die Frage viel interessanter, wie eigentlich ein menschlich gelesener kreativer Akt durch KI unterstützt oder erweitert werden kann. Also wie kann ich mit meinen menschlichen Grenzen und Möglichkeiten gemeinsam mit einem System kreativ werden und bringt mich das in irgendeiner Form weiter, intellektuell oder emotional. Schauen wir uns ein paar dieser Beispiele an. Der Schachcomputer AlphaGo gewinnt, das ist ein beliebtes Beispiel, gewinnt gegen den besten Spieler im AlphaGo und findet Wege, die von Experten selbst als kreativ eingeordnet werden. Also hier ist die Zuschreibung, dass der Algorithmus quasi in seinen Rahmen, in seinen jeweiligen Rahmenbedingungen kreativ handelt. Auch ganz bekannt, das Künstlerkollektiv Obvious hat einen Algorithmus kreiert, der basierend auf 30.000 Kunstwerken ein neues Kunstwerk erschafft. 2016 wurde vom Bethke Lab das Verfahren, das ist ein Style-Transfer-Verfahren, entwickelt. Hier kann also zum Beispiel der Stil von Van Gogh oder Rembrandt oder Picasso auf eigene Bilder übertragen und angepasst werden. Der Künstler Mario Klingermann hat mit Memories of Passerby ein künstliches neuronales Netzwerk geschaffen, das trainiert ist auf die ästhetischen Vorlieben des Künstlers selbst und einzigartige, einmalige Kunstwerke erschafft, die allerdings nicht reproduzierbar sind. Also würde jetzt den Lovelace-Test zum Beispiel nicht bestehen. Ein KI-generiertes Gedicht gewinnt 2018 einen Lyrikwettbewerb und besteht gewissermaßen den Turing-Test, in dem die Jury davon ausgeht, dass das Gedicht von einem Menschen geschrieben wurde. Das Gedicht wurde zwar nicht als neuartig beurteilt, also es wurde befunden, dass es sich um Sinnaufbau durch Sinnabbau bemüht, aber dass eben ein ästhetischer Wert wurde dem Text zugeschrieben. Eine KI kann, wie jetzt hier links, ein Bild generieren, rein aus einem Text, den ich selbst eingebe. Das ist ein Tool, das jeder ausprobieren kann. Das nennt sich Crayon. Ich kann ein Foto von mir in ein Porträt verwandeln oder ich kann anhand eines Eingabebilds ein ähnliches Bild finden. Ist diese Mittelwertberechnung kreativ? Erfüllt sie ein Bedürfnis von Ästhetik? Fordert sie uns heraus in dem, was wir unter Kunst oder Kultur verstehen? Sind eigentlich die Künstler und TechnikerInnen kreativ, indem sie Algorithmen anpassen oder und in neue Kontexte einsetzen? Oder kränkt es uns nicht viel mehr, wenn ein technisches System etwas erschaffen kann, das bisher Menschen zugeschrieben wurde? Fordert es uns also nicht viel mehr in dem heraus, was wir meinen, wenn wir menschlich sagen?
Auf einige Tools und Expertinnen will ich Sie gerne noch hinweisen, mit denen man einfach, also mit den Tools, mit denen man selber ein bisschen experimentieren kann im Feld der kreativen KI. Hier auf der Seite Creative AI sind gute Sachen versammelt oder die Künstlerinnen und Kuratorinnen Luba Elliott und Nora Albadri, die an der Schnittstelle von Machine Learning, Medienkunst und Kuration arbeiten. Also die Arbeiten sind mehr als einen Blick wert. Was machen jetzt Museen mit diesen ganzen Möglichkeiten? In den Empfehlungen der UNESCO heißt es, dass es bezogen auf den Kulturbereich KI-Systeme empfohlen werden, die die Erhaltung, Anreicherung, Verständnis, Förderung, Verwaltung und Zugänglichkeit des materiellen, dokumentarischen und immateriellen Kulturerbes, einschließlich gefährdeter Sprachen sowie indigener Sprachen und Kenntnisse, zum Beispiel durch die Einführung oder Aktualisierung von Bildungsprogrammen und im Zusammenhang mit der Anwendung von KI-Systemen, wird auch ein, vor allem ein partizipativer Ansatz gefordert, der sich an Institutionen und die Öffentlichkeit richtet. Vor allem Systeme, die den menschlichen Ausdruck und die Sprache unterstützen, kulturelle Lücken überbrücken und zwischenmenschliches Verständnis fördern, sowie Systeme, die den Verlust von Sprache, Dialekten oder kulturellen Ausdrucksformen vermindern, sind gefordert. Es sollen also Systeme entwickelt werden, die Sammlungen hervorheben, Wissensgrundlagen verbessern sowie Zugang für NutzerInnen weiter ermöglichen. Hiermit werden also ganz wichtige Handlungsfelder für den Kultursektor eröffnet. Ein weiterer wichtiger Parameter ist auch immer die Forderung danach aus einem anderen Ethikbriefing, dass die Entwicklung und der Einsatz von KI-Systemen immer das Ziel verfolgen sollten, zur Förderung des Gemeinwohls beizutragen. Das heißt, das jetzt in unserem Kontext. Das Badische Landesmuseum verfolgt seit einigen Jahren die Umsetzung eines neuen Museumskonzepts, in dessen Zentrum die neue Definition der Besucherinnen als aktive Nutzerinnen steht. In den aktuellen Sammlungsausstellungen sind rund 13.000 Exponate zu sehen. Und durch die Öffnung des Depots wird Schritt für Schritt der Gesamtbestand von etwa 500.000 Objekten erschlossen und zugänglich gemacht. Wie in einem Archiv der Sachkultur erhalten die Nutzerinnen Zugang zum kulturellen Erbe. Das Projekt Creative User Empowerment in Kooperation mit Allard Pierson Amsterdam, dem Museum an der Universität von Amsterdam, zielt darauf ab, die digitalen Ressourcen beider Museen durch Verfahren der künstlichen Intelligenz personalisiert zugänglich zu machen. Im Rahmen des Projekts soll das KI-gestützte Empfehlungs- und Assistenzsystem X-Curator entwickelt, getestet und implementiert werden. Das Tool verbindet personalisierte Nutzererfahrung mit einer automatisierten Sammlungserschließung und einem visuellen und textuellen Storytelling-Ansatz, der Nutzerinnen eigene Produktionen ermöglicht. Verfahren des Machine Learnings werden so eingesetzt, dass sie die inhaltlichen Empfehlungsprozesse automatisiert unterstützen und Erkenntnisgewinn fördern. So entsteht ein Werkzeug für Nutzerinnen, das sich an den individuellen Nutzungsbedürfnissen orientiert und mit unterschiedlichen digitalen Sammlungen unabhängig vom Standort der Objekte arbeitet. Wir arbeiten, das ist noch die Sammlungen der, von Allard Pierson aus Amsterdam. So, wie machen wir das? Wir machen das, indem wir kollaborative digitale Kreativformate umsetzen und begleiten. Darüber sind wir vor allem im Kontakt mit Teilen der zukünftigen Nutzerinnengruppen und erfahren außerdem, welche Themen und Techniken für die Tech-Landschaft aktuell interessant sind. Im vergangenen Jahr haben wir zum Beispiel Hackathons und Entwicklersprints durchgeführt, sowohl in einer internationalen Community, aber auch mit Schülerinnen und jetzt vor ein paar Wochen im Rahmen von Coding Da Vinci. Dabei entstanden Experimente und Prototypen zu Chatbots, zu interaktiven, generativen Bildbeschreibungen, zu einem Empfehlungssystem oder auch zu generativer Kunst. Wir haben im vergangenen Jahr verschiedene Clustering-Verfahren getestet, Empfehlungsalgorithmen untersucht und ein multimodales Verfahren befindet sich aktuell im Test.
In Bezug auf generative Textproduktion wird geprüft, welche Verfahren sich für die tiefere Erschließung der Sammlung anbieten. Und hier ist besonders interessant die Grenze, die zwischen dem Anspruch an Fakt und Fiktion gestellt wird, ne? Sowohl von Nutzerinnen als auch von Museumspersonal. Hier noch ein Experiment zum Clustering, also wo einfach verschiedene Algorithmen getestet werden, welche besser funktionieren für die Sammlungen. Genau. Wie arbeiten wir noch? Wir denken, dass das Thema künstliche Intelligenz zu wichtig und auch zu komplex ist, um alleine daran zu arbeiten. Deswegen arbeiten wir im Netzwerk. Dieses Netzwerk wurde ursprünglich im englischsprachigen Raum gegründet und gibt einen Überblick über bereits laufende und abgeschlossene Projekte. Es dient also der Inspiration zum gemeinsamen Lernen oder auch zur kollegialen Beratung. Bei Interesse sind Sie herzlich eingeladen, das ins Deutsche übersetzte Toolkit zu lesen oder auch dem Slack-Kanal und Veranstaltungen beizuwohnen. Im Projekt selber haben wir zunächst eine Bedarfserhebung unter Nutzerinnen durchgeführt, also eine digitale Nutzerinnenumfrage und untersucht, wie digitale Besucherinnen KI-gestützt erfasst und gemessen werden können und welche Anforderungen Nutzerinnen eigentlich an KI-Systeme haben. Dabei wurde festgestellt, in welchen Bereichen sie sich eine Unterstützung durch KI wünschen und auch wie die Ziele des Museums unterstützt werden können. In erster Linie, und das ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig überraschend, wurde gewünscht, Zusammenhänge sichtbar zu machen, Vertiefungsinformationen zu liefern, individuelle Empfehlungen zu geben, Übersetzungen zu unterstützen, aber eben auch zur Barrierefreiheit beizutragen. Auf der Metaebene hat uns auch interessiert, welcher Grad der Transparenz gewünscht ist. Also ja, in welcher Tiefe Nutzerinnen verstehen möchten, wie KI eigentlich eingesetzt wird, inwiefern das KI-System auch selbst mitgestaltet werden will. Und dafür haben wir eine Fokusgruppe oder verschiedene Fokusgruppen, die KI-Pilotinnen, die seit Anfang des Jahres die Entwicklung des Tools eng begleiten und durch Evaluationen eng am Entwicklungsprozess gekoppelt unterstützen. In diesen Fokusgruppen befinden sich Personen, die selbst großes Interesse haben am Museum, an Technologie und an nutzerzentrierter Entwicklung, aber eben auch Personen, die bisher noch nie die Museen besucht haben einen Querschnitt aus der Bevölkerung abbilden. Also stehen stellvertretend für verschiedene Nutzungsmotivationen. Bis Jahresende entwickeln wir gemeinsam mit einem technisch-konzeptionellen Partner das Tool X-Curator. Das Tool wird Open Source entwickelt, ist also für andere Museen nachnutzbar. Und genau, hier noch einfach noch ein paar Beispiele, die wir dann mit den Fokusgruppen diskutieren und dann schauen, was an den jeweiligen Verfahren, die sinnvoll anwendbar und einsetzbar sind, eigentlich interessant ist für die Nutzerinnen und wie der eigene kreative Prozess unterstützt werden soll. Und damit hoffe ich, dass ich Ihnen ein bisschen einen Eindruck gegeben habe vom Handlungsfeld und Methoden, die aktuell verfolgt werden und dass Sie Lust haben, in die weitere Arbeit dazu einzusteigen, auch wenn vielleicht vieles am Feld der KI verwirrend oder übertrieben sein mag. Ich glaube, die transformative Kraft dieser Technologie ist bemerkenswert und wird nicht verschwinden. Und es geht eigentlich eher darum, sie sinnvoll zu gestalten für den jeweiligen Kontext. Und genau, vielen Dank.